Talkradio 0800 220 5050. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 1Live 0800 220 5050. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio am Donnerstag. Wie immer donnerstags haben wir ein Thema und das Thema bei uns heute Nacht heißt durch eigene Schuld behindert. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die auf die das zutrifft, die durch eigene Schuld eine Behinderung davongetragen haben. Beispielsweise, vielleicht seid ihr viel zu schnell Auto gefahren, habt einen schweren Unfall gehabt und das ist die Folge dieses schweren Unfalls. Oder vielleicht habt ihr einen Selbsttötungsversuch hinter euch und entsprechend war die Verletzung danach und ihr hattet oder habt eine Behinderung. Oder vielleicht habt ihr beim Sport viel zu viel riskiert und seid schwer verunglückt und so weiter. Unser Thema, durch eigene Schuld behindert. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, dann meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Rainer und Rainer ist 48 Jahre alt. Guten Morgen, Rainer. Hallo Domian, grüß dich. Guten Morgen. Ja, du hast dich zu unserem Thema gemeldet. Ja, genau. Ich habe also auch durch eine eigene Schuld eine Behinderung. Und zwar, ich bin querschnittsgelähmt und habe mir vor einigen Jahren durch einen Badunfall diese Behinderung zugezogen. Wie war dieser Unfall? Was ist genau passiert? Das war also folgendermaßen, da an meinem Wohnort ein Weiher, da ist also permanent gebaggert worden. Da war so ein Bagger und es sind zwei Rohre über den ganzen See gelaufen. Und ich bin mit meinem Kumpel, wir sind auf den Rohren gelaufen, so 30, 40 Meter ungefähr in den See rein. Und ich habe da meinen Freund ins Wasser reingestupst und der ist dann hochgeklettert und wollte mich reinschmeißen. Und ich bin aber dann vorher, habe ich einen Köpfer gemacht und bin reingesprungen und an dieser Stelle war das Wasser also maximal einen halben Meter tief und ich bin dann direkt mit der Halswirbelsäule aufgekommen und habe mir dadurch eine Tetraplegie zugezogen. Das heißt, ich habe einen Halswirbel gebrochen und bei mir sind Arme und Beine teilweise gelähmt. Ja, wann war das genau? Das ist schon sehr lange her. Das war am 17. Juni 1974. 74, so lange ist es her. Ja, das wäre noch, ja noch ein, 32 Jahre. Du warst ja noch ganz jung. Ja, da war ich 16 Jahre alt, jugendlicher Leistender. Ja, das ist sowas, was man früher mal so in der Schule gesagt bekommen hat. Es springt nicht in fremde Gewässer per Kopfsprung. Ne? Aber sag das mal einem 16-Jährigen. Und sagt das einem 16-Jährigen. Aus, ja. Nun ist das sehr schwierig, auch mit der Begrifflichkeit durch eigene Schuld behindert. Wo setzt die eigene Schuld an und wo ist es einfach ein Unglücksfall? In diesem Fall bei dir könnte man ja noch sagen, naja, es ist vielleicht doch eher ein Unglücksfall, weil du noch so jung warst. Das ist richtig, also so sehe ich es auch. Ich habe mir also auch nie Schuld gegeben, sondern ich habe das so akzeptiert, wie es einfach war, wie es geschehen ist, weil ich konnte ja trotzdem nichts mehr dran ändern und habe also das Beste draus gemacht, was man draus machen kann aus dieser Situation. Ja, was heißt das genau? Was hast du gemacht? Wie lebst du beispielsweise? Ja. Wie hast du dein Leben eingerichtet? Ja, also ich bin damals in eine Spezialklinik gekommen, da war ich ein Dreivierteljahr, bin medizinisch rehabilitiert worden, bin dann entlassen worden nach diesem Dreivierteljahr, war ein Pflegefall, bin von meinen Eltern gepflegt worden, ungefähr 1,5 Jahre. Ja. Und so mit der Zeit sind also wieder mehr und mehr Muskeln zurückgekommen. Ja. Und das ist dann so weit gegangen, dass ich also jetzt fast selbstständig bin, habe dann eine ganz normale schulische Laufbahn, habe eine Doppelausbildung gemacht, habe also Einzelhandelskaufmann gelernt und dann eine Umschulung gemacht zum Industriekaufmann, habe dann über 20 Jahre in der öffentlichen Einrichtung gearbeitet, habe zwischendurch geheiratet, bin geschieden worden wieder, so wie jeder andere auch. Ja, also das hört sich ja dann fast wie ein normales Leben an. Ist es auch. Ja, und jetzt im Moment bist du alleinstehend, also solo? Nee, ich bin seit 4 Jahren lebe ich in einer Beziehung und werde auch dieses Jahr wieder heiraten. Ah ja, das hört sich auch gut an. Ja, das hört sich auch sehr gut an. Ich bin auch sehr zufrieden mit meinem Leben und habe als Beste draus gemacht und für mich gibt es noch viel, viel schlimmere Dinge, wie jetzt die Querschnittslähmung.
Das heißt, das ist wirklich das Schicksal, du hast das Schicksal so angenommen, was... Ja, das musst du auch machen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Mhm. Entweder du nimmst es an, wie es ist, mhm, oder du, wie wir sagen, du gibst dir die goldene Kugel und nimmst dir das Leben. Ja. Aber ja, das Leben, das ist viel zu schön und es gibt so viel zu erleben, ja, ja, und zu tun und zu machen und man genießt es halt. Also ich lebe halt viel intensiver, wie viele andere Menschen auch. Ja. Wie ist das? Musst du dich, du sitzt immer im Rollstuhl? Ja, ich kann also nicht mehr laufen. Ich, ja, sitze die ganze Zeit im Rollstuhl. Und du hast gerade gesagt, dass du die Arme sind auch betroffen. Richtig, die Arme und die Finger sind auch betroffen. Ich habe also in den sechsten Halswirbel gebrochen. Ja. Das heißt also, dass also Restfunktionen im Arm- und Fingerbereich da sind. Kannst du denn in dein, du hast auf dem Büro gearbeitet oder arbeitest auf dem Büro? Ich habe gearbeitet über 20 Jahre in einer öffentlichen Einrichtung, ja, und musste dann aber vor circa 4-5 Jahren berendet werden, weil ich Probleme mit dem Sitzen hatte, Schmerzen, Arm, Hals, Wirbelbereich, Beine. Aber wie hast du da gearbeitet, wenn du die Hände nicht bewegen kannst und die Arme? Ja, ich kann die schon bewegen, aber teilweise. Ist halt so eingeschränkt, ne? Also es ging dann schon, du konntest es tippen auf einem Computer. Das geht schon. Mit Hilfsmitteln und so ist es alles problemlos. Ne? Die Querschnittslähmung, die du hast, betrifft die auch den ganzen Bereich der Sexualität? Bist du da auch eingeschränkt? Ja. Also die ersten 20, 25 Jahre war das mit der Sexualität normal, also habe eine normale Erektion bekommen. Ach, das war normal am Anfang? Ja, das ist von Querschnitt zu Querschnitt ist es unterschiedlich. Ja, ja, ich weiß. Mhm. Und war das bei mir normal und ich hatte dann schon Durchblutungsstörungen, also allgemein jetzt nicht, also bei einer oralen Befriedigung, da geht es also ganz normal. Mhm. Und beim Sexualakt, also da muss ich oder nehme ich mittlerweile Potenzmittel. Und das funktioniert dann auch gut? Das funktioniert ganz normal, also ja, das ist ganz, ganz normal. Ja. Ich wollte dich gerade ganz am Anfang, ich spule die Zeit nochmal ganz zurück zu diesem Unfall. Ja. Als du da in dieses Wasser hineingesprungen bist, ja, Kopfsprung, und bist da aufgestoßen, ja, erleidet man dann einen ganz schlimmen, schweren Schmerz oder kriegt man das gar nicht so mit? Bei vollem Bewusstsein. Ja. Also wie ich mich noch zurückerinnern kann, das hat also einen fürchterlichen Knall getan. Ja. Ich war dann vollständig gelähmt und konnte nicht mehr reden. Ja, aber du lagst ja im Wasser. Genau, ich lag dann im Wasser, bin also teilweise untergegangen, bin wieder hochgekommen. Hat dein Freund dir geholfen? Ja, also wir waren ja mehrere. Mhm. Und die meisten, die haben also nur geguckt und haben gedacht, ich mache Blödsinn. Mhm. Und also für mich war das eine ewig lange Zeit. Ich habe auch sehr, sehr viel Wasser geschluckt. Ja. Und da habe ich also schon gedacht, dass ich also sterben muss. Ja. Und da war dann ein Freund war dabei, der ist auch bei der DLRG. Mhm. Und irgendwie hat er das geschnallt und er hat mich dann aus dem Wasser rausgezogen. Und hast du, wenn du dich an die erste halbe Stunde vielleicht erinnerst, waren das dann, als du an Land warst, Schmerzen im Rücken? Gar nichts. Gar nichts. Ich habe gar nichts gemerkt. Aber es war taub schon. Ja, da war alles tot. Mhm. Also da ging gar nichts mehr. Mhm. Und wie hast du denn dann als ganz junger Kerl diese Diagnose verkraftet, Querschnittslähmung? Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Weil die erste Zeit warst du ja im Krankenhaus, da bist du unter deinesgleichen. Mhm. Da denkst du nicht groß drüber nach. Ja. Und zu Hause, da war also meine Familie, die stand hinter mir. Ich hatte sehr viele Freunde, Freundinnen. Und da kommst du eigentlich gar nicht so darüber nachzudenken. Mhm. Mhm. Und du nimmst es einfach so an, wie es ist. Ja. Also ich erinnere mich daran, wie ich so die ersten Male nach Hause gekommen bin, so in sitzender Position, also das war so sehr ungewöhnlich. Mhm. Aber du akzeptierst es dann so, wie es ist. Und, ja. Aber ich glaube, das ist so eine Typfrage. Du bist, kommst du mir vor, ein sehr positiv denkender Mensch. Nur. Du musst positiv sein. Ja, ich glaube, das ist die einzige Chance, um dann noch was aus seinem Leben zu machen. Richtig, sonst wird man depressiv oder hadert mit dem Schicksal und so. Richtig, genau. Gibt auch sehr, sehr viele. Ich habe auch sehr viele kennengelernt in den vielen Jahren, die sich dann auch umgebracht haben. Mhm. Die konnten es einfach nicht annehmen. Mhm. Aber das Leben ist so schön und man lebt nur einmal. Und ich weiß, wie schnell das es vorbeigehen kann. Ja. Und man muss es einfach genießen, man muss jeden Tag genießen. Und meine Maxime ist auch, wenn ich morgens aufstehe, gucke in den Spiegel und sage ich danke, dass ich wach werden durfte. Rainer, ich sage danke, dass du angerufen hast. Das ja, fand ich sehr schön und wünsche dir alles Gute jetzt auch für deine neue Beziehung, was ja, da alles ins Haus steht.
wünsche ich dir auch, Domian, und deinem Team alles Gute und danke. Vor allen Dingen viel, viel Gesundheit. Dankeschön, vielen Dank. Ja. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt durch eigene Schuld behindert. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die etwas getan haben, von dem sie so im Nachhinein sagen, Mensch, das war meine eigene Schuld, dass ich dann so schwer krank geworden bin oder so einen schweren Unfall hatte. Wenn ich mich korrekter verhalten hätte, dann wäre das nicht passiert. Es ist ja schwierig, wie ich gerade auch schon sagte, so eine Grenzziehung zu machen zwischen einfach Unglück, wirklich klarem Unglück und Schuld, eigene Schuld. Aber viele Leute werden sich vielleicht angesprochen fühlen, die das so sehen, und mit denen würde ich gerne sprechen. 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Hier ist Dennis. Dennis ist 23 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Dennis. Hallo. Ja, bei mir ist es so, vor 3 Jahren wollte ich mich umbringen. Ja. Und seitdem habe ich meinen linken Arm verloren. Also, ja. Vor 3 Jahren, am 14.07. ist es bei mir gewesen. Warum wolltest du dich umbringen? Weil mein Ex-Freund Schluss gemacht hat. Aha. Und ich damit nicht klargekommen bin. Und ja. Und wie hast du versucht, dir das Leben zu nehmen? Bei uns ist, also ich wohne in einer kleinen Gegend, also auch hier in NRW und ja. Und bei mir ist es so gewesen, dass ich mich versucht habe, vom Zug zu schmeißen. Also das heißt, du hast ich habe es gemacht, aber der Zug kam erst noch. Ja, und kurz bevor der dann eingefahren ist, habe ich mir dann wohl irgendwie doch anders überlegt und bin von den Schienen. Also du wolltest flüchten vor dem Zug quasi? Genau. Aber dann hat der Zug dich dennoch erwischt? Ja, genau, an meinem linken Arm halt noch. Also und der Arm wurde abgetrennt? Genau, also bei dem Unfall halt nur kurz über dem Ellbogen. Ja, und in der Klinik musste man halt dann doch den ganzen Arm abnehmen, weil er halt komplett zerfetzt war. Da musst du höllische Schmerzen ausgehalten haben, oder? Ich habe es nicht wirklich mitbekommen. Also ich bin erst in der Klinik wieder aufgewacht, habe da dann erst mitbekommen, dass man mir den ganzen Arm abgetrennt hat. Was war das für ein Zu-sich-Kommen? Du wolltest dir das Leben nehmen und wachst dann in einer Klinik auf? Ja. Also ich war irgendwo, war ich auch froh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe es mir im letzten Moment ja dann doch noch anders überlegt. In allerletzter Sekunde, ne? Ganz genau. Aber dann wacht man in einer Klinik auf, kommt so allmählich zu Bewusstsein und dann begreift man, dass der ganze Arm weg ist. Was hast du da gedacht und empfunden? Ich habe es am Anfang überhaupt nicht realisiert. Also man liegt im Bett und es ist eine Welt zusammengebrochen. Also man liegt im Schock. Also anders kann man das nicht sagen. Ja. Und ich habe nur gedacht, ach du Scheiße, was hast du gemacht? Und kann doch nicht sein, dass du das jetzt wirklich gemacht hast. Und ich habe mir natürlich dann auch zwischendurch gedacht, wäre besser gewesen, wärst du wohl doch nicht von den Schienen runter und hättest deinem Leben doch ein Ende bereitet. Also nicht so. Also kamen dann doch nochmal so ein bisschen Zweifel. Genau. Aber die waren nicht so stark. Nein. Also, es war heftig. Also, es ist immer noch heftig. Also, ich war vor kurzem in Therapie und ich musste den Psychologen wieder aufsuchen, aber nicht den. Also, mit dem kam ich gar nicht klar und weiß ich nicht. Also, wenn ich einen Zug sehe, dann kommt alles wieder hoch. Dann kann ich mir vorstellen, Und das ganze Bild wieder hoch und. Damals, vor 3 Jahren, wie lange hast du darüber nachgedacht, ob du das tun sollst? Eine Woche. Also es war nicht so eine ganz so eine spontane Handlung nach dem Motto, es war geplant. Also ich habe mir schon den Zug ausgesucht. Und auch genau die Stelle, wo es passieren sollte? Ja, die nicht, aber halt den Zug. Den Zug. Weil das war genau der Zug, mit dem mein Ex-Freund oder Ex-Verlobter besser gesagt, halt immer zu mir gekommen ist oder mit dem ich halt gefahren bin. Und Also sollte das groß inszeniert werden, das Ganze? Auf irgendeiner Weise schon, ja. Aber wie hat denn dein Ex darauf reagiert, als er das erfahren hat, was du gemacht hast? Also soweit ich mitbekommen habe, ist er wohl umgekippt. Also er hat einen Schock gekriegt und
Das heißt, so, wenn du sagst, soweit ich weiß, ihr hattet ja nie wieder Kontakt miteinander? Doch, schon, aber wir reden nicht darüber, weil ich bis heute immer noch nicht wirklich bereit dafür bin, darüber zu reden. Und ja. Hat er dich denn dann damals im Krankenhaus auch besucht? Ja, also es ist so, er wohnt in Brandenburg und ich halt in NRW und das sind 600 Kilometer. Ja. Und er ist, nachdem ich ins Krankenhaus gekommen bin, war er am nächsten Tag direkt da. Was war denn das für ein Gefühl? Das stelle ich mir einerseits tröstlich vor, andererseits aber auch sehr schlimm, weil es dann die ganzen Wunden wieder aufgerissen hat, der Trennung. Ja, also es war so, ich wollte ihn sehen. Du wolltest ihn sehen? Ich wollte ihn nicht sehen. Nicht sehen. Die Leitung kackt immer so ein bisschen weg, deswegen frage ich doppelt. Ich wollte jetzt ihn irgendwie, auf eine Art wollte ich ihn doch sehen, aber auf eine Art habe ich mir auch gedacht, nee, komm, es muss irgendwann vorbei sein. Ja. Und so, jetzt kommt er in dein Krankenzimmer. Du hast deinen Arm verloren, weil du einen Selbsttötungsversuch gemacht hast. Wie lange war der bei dir? Eine Woche. So lange? Ja. Er hat sich extra freigenommen, damit er für mich da sein kann. Und hat dich immer wieder besucht im Krankenhaus? Die meiste Zeit war er da. Also er ist morgens gekommen und abends gegangen. Also in der Zeit, wo ich jetzt zum Beispiel die Gespräche mit dem Psychologen, die haben ja schon im Krankenhaus angefangen. Ja, ja. Und dann hatte ich halt noch die diversen Untersuchungen und alles. Aber es ist daraus nicht wieder eine neue Liebe entstanden. Ihr seid nicht wieder zusammengekommen. Nein, leider nicht. Das heißt, du trauerst der Sache heute noch immer nach? Ja, auf irgendeiner Weise schon. Mhm. Wir waren 3 Jahre zusammen. Wir haben uns nach 2 Jahren verlobt und waren kurz davor. Also wir hatten schon Datum und alles bereit zum Heiraten. Und dann jemanden zu verlieren, den man wirklich liebt und mit dem man sich eine Zukunft aufgebaut hat, im Anführungsstrichen. Und warum hat er sich von dir getrennt? Ihn hat die Entfernung gestört. Das war alles? Ja, also von seiner Seite her. Also ich muss dazu sagen, er ist bi und ich bin halt schwul und Vielleicht waren auch noch andere Sachen bestimmt auch mit ausschlaggebend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nur die Entfernung, wenn man richtig groß verliebt ist, glaube ich, dass nur die Entfernung nicht alleine zählt dann. Wie kann ich mir auch nicht vorstellen, alleine, weil das 3 Jahre lang gut gegangen ist. Und dann von heute auf morgen die Entfernung und so. Wie geht es dir denn körperlich heute? Körperlich soweit ganz gut, außer halt, dass der Arm fehlt. Es ist einfach so. Also ja, klar. Man kann da nichts gut reden oder nichts schön reden, aber völlig klar. So. Ich wollte darauf aus, ob du noch Schmerzen hast oder Phantomschmerzen. Das hört man ja immer von Menschen, die Gliedmassen verloren haben. Wie ist das bei dir? Es geht eigentlich. Also am Anfang war es extrem schlimm. Also die Schmerzen, die konnte ich Morphium aushalten. Oder schweren. Genau. Schmerzmitteln, konnte ich jetzt nicht aushalten. Was machst du vom Beruf? Ich bin Immobilienmakler. Und kannst du deinen Beruf, den kannst du ausüben, ne? Das mache ich, ich bin jetzt im Moment auch noch Immobilienmakler und mache es auch. Nur halt anderthalb Jahre lang habe ich jetzt nicht gemacht. Alleine, weil ich Angst hatte, den Kunden gegenüber zu treten und damit umzugehen. Also aber da bist du jetzt stabil und auch selbstbewusster geworden, dass du das kannst. Es geht. Also reagieren die Leute bisweilen ein bisschen blöd oder reagieren die okay? Ich sag mal 50-50. Es gibt natürlich welche, die sagen, was bist du denn für ein Krüppel? Wie bitte, das gibt es immer noch heute, dass jemand das sagt? Ja, also das sagt jemand, ein Kunde sagt zu dir sowas? Ja, also das hatte ich vor kurzem, vor 3-4 Wochen, da hatte ich einen Kunden, eine Kundin, mit der hatte ich eine Hausbesichtigung. Ich bin zur Hausbesichtigung gekommen, sie war schon da. Und dann kam auf einmal, mir mit so einem Krüppel wie ihn möchte ich aber nicht das Haus besichtigen. Ist ja unfassbar. Ist ja unfassbar sowas. Ja, sie gehörte angezeigt, so eine Frau. Ja. Aber da ist man doch, man ist doch dann auch, wenn man schon so eine Biografie hinter sich hat, wie du sie hinter dir hast, wahrscheinlich auch sehr angreifbar und verletzlich. Wie hast du darauf reagiert? Ich konnte nichts sagen. Glaube ich. Also ich war am Boden. Ja, und habt ihr das Haus besichtigt? Nein.
Nein. Mhm. Sie hat sich ins Auto gesetzt und ist direkt wieder gefahren. Unglaublich. Also ich habe mir gedacht, das kann ja wohl mal nicht sein. Mhm. Und ich hatte danach hatte ich noch welche. So, und die waren aber auch schon da und haben das mitbekommen. Mhm. Und ich war natürlich am Boden. Ne? Ja. Also ich konnte gar nichts mehr. Ich habe gesagt, ich muss hier weg. Ich muss. Ja. Und haben die dich ein bisschen aufgefangen? Ja. Ja. Also die kamen direkt auf einen zu und boah, das kann doch nicht sein. Und aber weißt du, Dennis, lass dich von solchen Sachen nicht niedermachen. Das ist so ärmlich und so klein und ja, so bescheuert, wenn Menschen so etwas sagen. Jeder von uns kann in jeder Sekunde selbst irgendwie schwer krank werden, einen Unfall erleiden oder was weiß ich. Also das musst du an dir abprallen lassen. Das ist einfach zu bescheuert, als dass man das an sich rankommen lassen sollte. Mhm. Mhm. Aber es ist schon trotzdem ist sehr schwer. Ja, glaube ich. Wie denkst du heute im Nachhinein, 3 Jahre sind vergangen, über das, was du getan hast? Ich denke eigentlich sehr viel darüber nach, muss ich sagen. Also, mit bereuenden Gedanken? Auch. Also ich denke mir immer, boah, scheiße, wie wäre es gewesen, hättest du das nicht gemacht, wie wäre deine berufliche Lage heute? Mhm. Ja, nicht nur die berufliche wahrscheinlich. Nein, auch. Die Gesamtsituation. Auch, genau. Mhm. Also bei mir war es so, ich habe an Schwimmweltmeisterschaften teilgenommen. Das kann ich natürlich nicht mehr. Mhm. Sagst du so? Wir haben ja gerade die also bezogen auf die Winterspiele. Es gibt ja auch ganz tolle sportliche Leistungen von behinderten Menschen. Mhm. Ganz tolle Sachen, wo ich dann den Hut mehr ziehe als vor den nicht behinderten Menschen, die Sportlern, die Medaillen holen. Ja, also ich habe es auch schon versucht, wieder schwimmen zu gehen. Mhm. Und ich gehe auch ab und zu schwimmen, aber ich kann es nicht so ausüben wie vorher. Das ist klar, das ist dann schon was anderes, ja. So. Gibt es denn oft so Gedanken, dass du da wirklich auch mit dir haderst, dass du sagst, wie konnte ich denn bloß sowas machen? Ja. Mhm. Also ich denke mir immer, was für ein Arschloch kannst du sein, so selbstsicher und so selbst so egoistisch zu sein, dich irgendwie, weil ich habe mich natürlich auch in Verbindung gesetzt mit dem Zugfahrer, weil für den war das natürlich auch ein Schock. Also, das ist ganz schlimm für die Männer oder Frauen, die Zug fahren. Ja, und das Schlimmste war immer noch, er hat kurz, bevor das passiert ist, er seinen Personenbeförderungsschein gemacht. Mhm. Und aber immerhin finde ich das toll von dir, dass du dich mit ihm in Verbindung gesetzt hast. Und dass das war ja das Mindeste, was ich machen konnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Trotzdem finde ich das gut. Lieber Dennis, ich wünsche dir alles Liebe, wirklich. Und lass dich nicht runterkriegen von irgendwelchen Hirnis, die da solche Sprüche loslassen, wirklich. Ich merke schon, dass du immer noch angeschlagen bist, aber ich glaube auch, dass du auf dem Weg nach oben bist. Und ja, also ich muss auf jeden Fall nochmal zum Psychologen, weil so geht's gar nicht. Also ich bin im Moment so in der Phase so null Bock. Ja. So Arschlecken. Möchtest du vielleicht mit meiner Psychologin noch ein paar Worte reden? Oh, das wäre nett. Okay, da legst du auf und Anja, so heißt meine Psychologin, ruf dich an. Und ich wünsche ich darf noch eben kurz was sagen. Ja, bitte. Gestern die Dame, wo die Ärzte, die nicht operieren wollen oder nicht können wegen dem Streik, die soll bitte nicht den Kopf hängen lassen. Ja, sehr nett, dass du sagst. Sehr nett. Ja. Lieber Dennis, alles Gute, alles Liebe. Dankeschön, du legst auf, wir rufen zurück. Auch. Dankeschön, danke. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis auf morgen. Morgen haben wir ein Domian-Spezial. Da ist alles ein bisschen anders, ohne Telefon. Und zwar gibt es hier in Köln die Lit Cologne. Das ist eine sehr große Literaturmesse mit Dutzenden und Hunderten von Autoren und schlauen Menschen und Schriftstellern, Lyrikern und weiß ich ja das alles. Und wir haben gedacht, wir machen da mal ein bisschen mit und haben 4 illustre Gäste eingeladen. Und wir haben gesagt, passt auf, ihr kommt einfach zu mir hier ins Studio, zu Domian ins Studio und lest uns ein bisschen vor aus euren Lieblingsbüchern. Und ich bin ganz gespannt auf meine Gäste morgen. Das werden sein Moritz Zielke, der Momo aus der Lindenstraße. Das werden sein Ralf Morgenstern, Knacki Deuser und der RTL-Star Markus Lanz. Also morgen wie immer 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer ganz anderen Aufmachung, nämlich mit 4 Gästen, die aus interessanten Büchern hier bei uns vorlesen werden. So, jetzt geht's weiter mit unserer Sendung durch eigene Schuld behindert und ich bin jetzt verbunden mit der Claudia und Claudia ist 39 Jahre. Hallo Claudia. Hallo Domian. Guten Morgen. Guten Morgen. Bei mir ist das so, ich habe seit 20 Jahren Diabetes. Ja. Und da war ich gerade 19. Und ich habe mich also
Also auch mit, also insulinpflichtig. Mhm. Und habe mich also dann kurz nach der, also ich habe mich ein, zwei Jahre, sag ich mal, an die Regeln, die man da einhalten sollte, gehalten. Mhm. Und danach nicht mehr. Das heißt, ich habe alles gegessen, was ich wollte, ohne dass ich ausreichend Insulin gespritzt habe. Und habe das auch über 10 Jahre. Über 10 Jahre? So gemacht. Also ich hatte bestimmt Werte von 200, 300. Normal ist ja bis 120, ne? Mhm. Wie lange hast du denn? Mit 19 hast du die Krankheit diagnostiziert bekommen? Ja. Wie lange hast du dann ordentlich Insulin dir zugefügt? So 2 Jahre. Ungefähr. 2 Jahre. Und da dann volle Kanne normal gelebt? Ja, und dann habe ich, genau, Highlight. Und da kann man 10 Jahre dann so normal leben, ohne dass der Körper irgendwie kollabiert, dass irgendwas passiert? Ja, okay, die Spätfolgen habe ich ja dann vor 5 Jahren bekommen. Mhm. Und zwar kann ich also seit 5 Jahren nur noch 10% sehen. Mhm. Also fast erblindet? Ja, also ein Auge kann nur noch hell-dunkel erkennen. Ja. Und auf dem anderen Auge so 10%. Mhm. Das ist natürlich nicht das ist meiste. Nicht viel. Mhm. Ja. Ich kann allerdings noch froh darüber sein, dass die Nieren noch in Ordnung sind und dass auch die Nerven in den Füßen und so noch intakt sind. Aber erzähl vielleicht nochmal ein bisschen kontinuierlich weiter. Du hast dann 10 Jahre wirklich ganz normal aus dem Vollen geschöpft. Ja. So, als wärst du gesund. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann war es Anfang 2001. Da habe ich, also ich war auch normal berufstätig, ein Auto gefahren und eben so ganz normal. Und dann habe ich bei der Arbeit irgendwie gemerkt, dass ich irgendwie schlechter sehen kann, so ganz langsam, ganz schleichend. Achso, das war das erste Signal des Körpers. Ja, und dann habe ich gefragt, ob ich mittags Schluss machen kann. Mhm. Und dann wollte ich einen Termin machen beim Augenarzt und habe dann aber auch schon auf der Fahrt irgendwie gemerkt, also das eine Auge ging auch dann so ganz so schnell, rapide, also von normal, sag ich mal, bis auf null praktisch. Da konnte ich nur noch so hellgrau sehen. Also quasi in wenigen Stunden? Ja. Ja. Und dann, das andere Auge war noch normal an dem Tag. Und dann bin ich zum Augenarzt gefahren, hab da angerufen und gefragt nach einem Termin. Mhm. Konnte sofort vorbeikommen und natürlich, der war auch leicht geschockt und sagte, ja, das ist schon Stadium 3. Mhm. Wären sie mal vor 3 Jahren gekommen, also dann hätte man noch natürlich mehr retten können. Mhm. Ne? Und dann entstehen ja auf der Netzhaut Blutungen und Wucherungen und eben durch diese hohen Zuckerwerte. Ja. Und dann haben sich die Netzhäute auch abgelöst. Ja. Und dann ist das, ich bin insgesamt 7-mal operiert worden im Jahr 2001. An den Augen? Ja. Uiuiui. Also die ersten 4 Operationen, also binnen 28 Tagen waren 4 Operationen. Und die Ärzte haben also noch gerettet, was zu retten ist. Welche Auswirkungen auf den Körper hat der Raubbau, sage ich mal so, noch bewirkt? Welche negativen Auswirkungen? Woran also hast du noch? Auf den Körper praktisch, nur auf die Augen. Auf die Augen. Also der Arzt, der sagte auch, es wäre eigentlich ein Wunder. Mhm. Der hat wirklich gesagt, eigentlich müsste ich Strott sein. Die Nieren und die Nerven und so sind voll, völlig in Ordnung. Mhm. Nur voll auf die Augen. Nur ist gut. Das nur muss man in Anführungszeichen dann setzen. Ja. Obwohl natürlich hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Aber Claudia, warum hast du das gemacht? Das ist ja die große Frage. Warum? Wenn man schon weiß, dass man Diabetes erkrankt ist. Und du hast ich war ja auch völlig aufgeklärt. Also ich wusste, was... Du wusstest, was du tust. Ja. Und ich weiß auch, dass man auch jährlich zum Augenarzt zur Kontrolle gehen soll. Ne? Und ich wusste auch, was für Spätschäden kommen können. Aber ich habe irgendwie die Krankheit nicht akzeptiert. Warum? Ja, das frage ich mich heute eigentlich auch. Und vor allen Dingen über einen so langen Zeitraum. Ja. Wenn das vielleicht mal so ein Jahr, wenn man das irgendwie verdrängt, oder ein halbes Jahr oder was weiß ich, aber so lange, du findest keine Antwort auf diese Frage? Nee, die Frage stelle ich mir heute auch, weil ich meine, seit letzten 5 Jahren bin ich natürlich sehr genau mit den Werten. Also ich kontrolliere die auch 4-mal am Tag, manchmal auch 5-mal. Und ich merke ja auch, dass eigentlich durch wenig Zeitaufwand, dass man, sag ich mal, eigentlich gar nicht viel Zeit für braucht, dass die Werte in Ordnung sind. Und ich hätte auch, sag ich mal, natürlich die ganzen Jahre mehr darauf achten müssen. Ja. Na, das Sonderbare ist, ich könnte ja vielleicht noch verstehen, wenn man so eine Diagnose bekommt und dann sich selbst sagt, ich wische das jetzt weg und
egal, ich lebe jetzt einfach. Aber du hast dich ja schon 2 Jahre dran gehalten, ne? Und hast dich korrekt verhalten. Und dass es dann plötzlich wegbricht. War damals in deinem Leben irgendetwas Besonderes, dass du so fatalistisch drauf warst, nach der Mutter, ich lebe eh nicht mehr lange und nimm jetzt alles mit? War irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Mhm. Also, da finde ich auch keine Antwort drauf. Ne? Ja. Also ich sitze auch hier öfter und denke auch, hätte ich mal und hätte ich mal besser aufgepasst. Ne? Und also bist du ein klassischer Gesprächspartner wirklich für unser Thema heute. Ne? Ja. Mhm. Wie denkst du denn darüber, dass du dich so verhalten hast damals? Wie denkst du heute darüber? Ja, dass ich schön doof gewesen bin. Ne? Mhm. Weil es hätte wahrscheinlich... ich meine, okay, es gibt auch Leute, die halten sich dran und kriegen auch spät Schäden, ne? Gibt's ja auch. Aber ich denke mal, wenn ich genauer gewesen wäre, dass das zumindest jetzt noch nicht so passiert wäre. Vielleicht mal später, oder obwohl ich kenne auch eine Frau, die hat das seit 40 Jahren, ist auch sehr, sehr genau und die hat noch gar keine Schäden irgendwo. Ne? Kann es denn sein, dass aufgrund dieser Ignoranz der Krankheit dennoch vielleicht andere Folgen jetzt bald auftreten können, weil andere Organe in Mitleidenschaft gezogen sind und vielleicht erst jetzt diese Spätfolgen in Erscheinung treten oder vielleicht in ein paar Jahren. Kann das sein? Ja, ich meine, okay, die klassischen Spätschäden sind eben einmal die Augen, dann die Nieren und dann die, hört man ja öfter mal, dass Beine amputiert werden oder Füße, dass dann die Nerven geschädigt sind. Ne? Und ich meine, ich gehe natürlich jetzt jedes Quartal zur Untersuchung. Ja. Und da werden auch die Nieren und überhaupt so die inneren Organe, der Bauchraum mit Ultraschall untersucht. Ja. Und auch damals in der Klinik 2001, ne, sagte man mir auch, also ich hätte richtig schöne Nieren. Mhm. Seitdem habe ich auch einen Organspendeausweis. Die schönen Nieren irgendwie, ne, die können vielleicht noch irgendwann... Na gut, wollen wir jetzt nicht das Schlimmste denken, sondern das Beste hoffen. Wie lebst du? Lebst du alleine? Bist du in einer Beziehung? Ich habe eine Beziehung. Da habe ich komischerweise den Freund kennengelernt. Seit ich behindert bin. Ah ja. Seit 4 Jahren. Ja. War zwar nicht geplant. Nee, aber wir wohnen zusammen. Ja. Was sagt der denn? Der kennt ja deine Geschichte dann auch. Was sprecht ihr da ab und zu mal drüber? Was sagt er dazu? Ja, ich meine, der hat mich natürlich jetzt so kennengelernt, dass ich schlecht sehen kann. Aber der weiß, was du gemacht hast damals. Ja. Das ja, weiß ja. er. Also er macht ja keine großen Vorwürfe. Es ist jetzt, wie es ist. Nö. Und da muss man jetzt nach vorne gucken und das Beste daraus machen. Ja, okay. Man kann es ja jetzt nicht mehr ändern, ne? So ist das. Aber ich finde interessant, das können wir hier nicht vertiefen, weil du ja auch selbst keine Antwort hast. Wenn ich du wäre, würde ich da aber in mir rumwühlen, bis ich irgendwo auf eine Idee käme, warum du dich so verhalten hast. Weil das ist ja doch eine interessante Frage deiner Persönlichkeitsstruktur. Ja, oder vielleicht die ersten 2 Jahre habe ich ja noch zu Hause gewohnt, weil meine Eltern, hat natürlich meine Mutter auch aufgepasst, ne, dass Essen pünktlich war und genau die Menge und so. Und ja, das Blöde ist ja auch, dass das nicht wehtut, ne, Diabetes. Ja, man man spürt ja gar nichts und dann denkt man, dann nimmt man irgendwie nicht so genau, ne? Vielleicht ist es auch ganz einfach Dummheit gewesen oder Leichtsinn. Ja. Ne? Vielleicht hat es gar keine tiefere Begründung, man weiß es nicht. Liebe Claudia, ich wünsche dir sehr, dass das alles nicht weiter fortschreitet, sondern du vielleicht auf so einem Level, wie du jetzt lebst, noch lange und gut leben wirst und dich der Dinge erfreuen wirst können. Jo, danke schön. Alles Gute von Herzen. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Und jetzt geht's weiter mit der Tanja und Tanja ist auch 39. Hallo Tanja. Ja, hallo Jürgen. Hallo Tanja, guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, du hast dich auch zu diesem Thema gemeldet, durch eigene Schuld behindert. Ja. Was ist bei dir passiert? Geht es mir da also ähnlich wie meiner Vorgängerin. Ich hatte also am 4.1.1986 einen Berufswegeverkehrsunfall mit dem Auto. Ein Berufswegeverkehr? Also du warst auf dem Weg zur Arbeit? Auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. So nennt man das im Juristendeutsch wahrscheinlich, Berufswege, Autounfall. Okay. Ja. So, und ich weiß also nur vom
Hörensagen her, was also eigentlich passiert ist. Und zwar habe ich mich also auf einer eigentlich ganz geraden Strecke, wo also so alle 20 Meter oder so ein Baum steht, ein dicker Baum wie auf einer Allee, habe ich mich also wegen irgendeiner Sache, habe ich gebremst und habe mich also mit der Beifahrerseite um den Baum gedreht. Der Baum, der stand also praktisch auf der Beifahrerseite, die Äste gucken oben durchs Dach. Und ich bin dann also mit der rechten Stirnhälfte vor den Baum geschlagen, mit so einem Aufprall, dass mir also die Schädeldecke von einem Ohr bis zum anderen aufgerissen ist, aufgeplatzt ist. Und warst du zu schnell auch gefahren? Also der Polizeibericht sagt, ich hatte also circa 60 Stundenkilometer. Ah ja, also nicht übermäßig schnell. Nein. So, erzähl und weiter. Es war auch nicht so spät, es war also gegen 18 Uhr. Samstagsabends, und wie gesagt, ich war also zu der Zeit 19 und erster Freund, und was ziehe ich an, wo gehen wir in die Disco, und ich weiß es nicht. Jedenfalls hat sich also an der Stelle, wo ich dann mit dem Kopf aufgeschlagen bin, ein Ödem gebildet. Ein Ödem ist ein Geschwulst, was nach innen gewachsen ist, und hat natürlich die Gehirnzellen, die da sind, die sind dann also abgestorben. Ja. Ich bin dann also auf irgendeinem Weg, weil also kein Hubschrauber frei war, nach Düsseldorf gekommen, in die Uniklinik. Und meine Eltern, die konnten also dann, als sie endlich davon erfahren haben, dass was passiert war, gar nichts für mich tun. Und am nächsten Tag sind die dann also in das Krankenhaus, wo ich notaufgenommen worden bin, sind sie hingefahren und haben dann, dann hat man also dort gefragt, ob ich überhaupt noch lebe. Und ich lag dann in Düsseldorf und Weißt du, im Moment denke ich noch, das ist ein Unglücksfall, ein aber ich war ja, ich sage heute, wo meinst du, wo deine eigene Schuld liegt? Weil ich nicht aufmerksam genug war, weil ich mich nicht genug konzentriert habe. Beim Autofahren? Weil ich mich nicht genug konzentriert habe auf die Sache, auf das Autofahren, nach Hause zu kommen, gescheit nach Hause zu kommen, sondern weil ich mit meinen Gedanken ganz irgendwo anders war. Und ich war unachtsam. Ich kann niemand anderem als mir selber die Schuld dafür geben. Ja, ja. So, und es war gut, es war ein Unglück. Ja, klar, du hast eben beim ersten Fall hast du gesagt, wo ist die Differenz, wo ist Unglück und wo ist man selber schuld. Aber wem soll ich die Schuld geben? Tatsache jedenfalls ist, dass ich also, um das Ganze jetzt auch mal irgendwie kurz, also ein bisschen abzukürzen, ich habe dann also nach circa 14 Tagen einen Luftröhrenschnitt bekommen. Ich bin natürlich intubiert worden und bin also dann fast erstickt, wenn mir die Stimmbänder zugeschwollen sind. Und man hat mich also ohne Narkose, ohne alles, hat man mir also den Luftröhrenschnitt gesetzt. So, und ich habe dann, also nach 11 Wochen und 4 Tagen durfte ich dann zuerst mal in den Spiegel gucken. Also dann lief mir also der Speichel rechts aus dem Mund, das Auge hing runter, die rechte Hand funktionierte nicht, ich erkannte keine Leute. So, und ich durfte aufstehen. Das erste Mal. Und konnte überhaupt nicht laufen. Also ich konnte laufen, aber ich lief wirklich nach 3-4 Schritten lief ich also pratsch vor die Wand an und bekam das nicht mit. Ich strickte für mein Leben gern. Ich fing mit 100 Maschen an, strickte 10 Zentimeter und hatte noch 3 Maschen auf der Nadel und merkte das nicht. Dummian, ich habe geschrieben, weil ich ja nicht sprechen konnte durch den Luftröhrenschnitt, ich schrieb auf ein DIN A5 Blatt 4 Worte. Es war also extrem schwer angeschlagen. Schlimm. Wie lange hast du gebraucht, um dich einigermaßen davon zu erholen? Ich bin dann nach 17 Wochen und 4 Tagen bin ich direkt vom Krankenhaus aus in die Reha gegangen. Und nach 6 Wochen habe ich gedacht, ich bin total gesund, bin nach Hause gegangen und habe zu Hause gemerkt, ich konnte gar nichts. Ich war nicht mal in der Lage, allein die Treppe rauf und runter zu kommen. Ich wohnte zu der Zeit noch zu Hause. Hab dann also kurz zu Hause verweilt und bin dann in die Reha gegangen und dann habe ich gesagt, so, unter diesen Umständen will ich nicht mehr leben. Und hab dann gesagt, ich bleibe jetzt so lange, wie es erforderlich ist. Und wie lange war es erforderlich? Es waren dann nochmal gut 2 Monate.
Und dann hat man dich schade, dass es kein Bildtelefon gibt, aber man sieht es mir nicht an, man merkt es mir nicht an. Mhm. Ich will also auch nicht wegen meines Unfalls oder wegen der Unfallfolgen irgendwo bemitleidet werden, sondern ich will, dass man mich mag wegen meiner selbst willen. Mhm. Also du bist auch eine willensstarke Frau. Ja. Kann man so sagen, ne? Ja. Ich habe dann also irgendwann gemerkt, so 2003 herum, dass sich ganz, ganz, ganz allmählich der Gesundheitszustand verschlechtert hat. Aha, obwohl er sich bis dahin sehr viel verbessert hatte. Ja, ja, nur ich sag mal so, die Problematik ist geblieben. Unter starker Belastung funktionierte die rechte Seite also nicht so, wie sie eigentlich sein soll. Ne? Wie ist es heute? Wie ist es heute? Heute ist es eigentlich, es ist ein ganz, ganz, ganz schleichender Prozess. Jedenfalls bin ich also seit letztes Jahr, wir haben 2006, seit 2004, Ende 2004 bin ich also berentet, 100% erwerbsunfähig. Da muss es ja schon heftig sein, wenn So, und lass mich eine Frage. Du bist berentet, warum? Entschuldigung, Domian. Nee, ich frage nur, ich unterbreche dich. Du musst mich unterbrechen, sonst rede ich ohne Punkt und Komma. Berentet, warum? Weil du was nicht kannst? Aufgrund der Unfallfolgen. Und die Unfallfolgen sind? Dass ich eben teilweise nicht richtig greifen kann. Ja. Dass ich teilweise nicht richtig laufen kann. Mhm. Dass ich also teilweise das rechte Bein etwas nachziehe. Ich habe Doppelbilder, die zwar natürlich, da kommt man im Laufe der Zeit hinter, durch leichte Schrägstellung des Kopfes kann ich diese Doppelbilder ausgleichen. Also, dieser Unfall war am 4.1.86. Das ist ja nun doch schon eine sehr lange Zeit, ist das her. Wie denkst du heute über diesen Unfall? Kann ich mich eigentlich nur so ein bisschen anschließen, dass ich sage, wenn ich morgens die Augen aufmache, danke, dass ich lebe. Mhm. Was hast du gelernt in all diesen vielen Jahren auch des Kampfes und der Schmerzen und der Krankheit? Was hast du gelernt? Also, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt hatte ich dann also einen befristeten Arbeitsvertrag, der natürlich ausgelaufen ist. Mhm. So, und dann bin ich also nach anderthalb Jahren Krankschreibung damals mit einer Wiedereingliederung ins Berufsleben eingegliedert worden. Mhm. Und dann, ich wurde ja von der Berufsgenossenschaft bezahlt. So, und dann hat man mich trotzdem alledem übernommen. Ich meinte jetzt gar nicht so das berufliche Lernen. Ich meine so für dich. Was hast du aus dieser schweren Zeit für dich bis heute raus Positives rausgeholt? Kann man das so sagen? Ich weiß auch jetzt, was du meinst. Domian, ich kämpfe bis zum geht nicht mehr. So, und ich habe es eben deinem Kollegen gesagt in der Redaktion oder ich weiß nicht, was da die Vorgeschichten sind da bei dir, das kennst du besser. Mhm. Ich habe mich also vor 8 Monaten selbstständig gemacht. Mhm. Habe also als was? Dann in der Altenpflege, also Pflege und Betreuung alter und kranker Menschen. Wow. Habe dann also praktisch, wo ich merkte, dass es also abwärts geht, angefangen, so Tanja, jetzt und hier ist der Tag gekommen. Mhm. Wenn ich noch älter werde, bin ich zu alt und ich will nicht auf dieses Abstellgleis, dass ich zu nichts mehr nutze bin. Das war also für mich ein unheimlich tiefes Loch, wo ich da reingefallen bin. Mhm. Und habe ich also auch sehr viel psychologischen Beistand gehabt. Ja. Also jetzt hast du wirklich entschieden für dich, dass du in diesen Krankenpflegeberuf gehst. Ja. Und das und du schaffst das auch? Ich schaff das auch. Ich habe dann also zunächst mal lange Zeit ein Praktikum gemacht, um mir überhaupt Kenntnisse anzueignen und habe dann also Inserate in die Zeitung gesetzt und hatte dann also so eine positive Resonanz und habe also jetzt mittlerweile 7 Personen, die ich betreue und pflege. Also, ich muss sagen, dass ich das ganz toll finde. Du bist wirklich eine sehr, sehr tapfere und kämpfende Frau.
wenn du dich 20 Jahre mit den Folgen dieses Unfalls herumschlägst und jetzt so nochmal durchstartest, obwohl ich schon erahne, wie schwer das ist und welche Kräfte das aus dir raussaugt, finde ich super. Gratuliere ich nur. Und kann dir nur wünschen, dass du das weiter schaffst. Und da habe ich gar keine Sorge, dass du es weiter schaffst. Und zieh den Hut vor dir, Tanja. Alles Gute. Dorian, darf ich nur eins ganz kurz sagen? Klar. Also ich hab das jetzt die letzten Tage noch überlegt. Also es ist mir lange, lange Zeit nicht so gut gegangen, wie es mir jetzt geht. Mhm. Ich bin so zufrieden mit meinem Leben und kann auch akzeptieren, dass ich 100% berentet bin. Mhm. Aber ich weiß, man braucht mich auf dieser Welt trotzdem. Gute Einstellung. Alles Liebe. Dorian, darf ich ein Autogramm von dir haben? Ja, dann legst du bitte auf und wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay? Dorian, jetzt müssen wir alles Liebe und Gutes für dein Team. Sehr lieb von dir. Dankeschön. Ihr tschüss. Seid klasse, echt. Danke. Ganz spitze. Vielen Dank. Weiter so. Tschüss. Tschüss, Dorian, mach's gut. Jo, das war unsere Tanja. Und hier ist der Peter. Peter ist 27. Hallo, Peter. Ja, einen schönen guten Abend, Dorian. Ja, guten Abend. Hallo, freut mich. Ja, ich beobachte und sehe deine Sendung sehr gerne, muss ich sagen. Also gleich mal von vorn heraus. Dankeschön. Und zwar, naja, mir ist eher, also weniger eine Krankheit, sondern mir ist eher was äußerst Dummes passiert, was durch meine menschliche Dummheit einfach sehr arge Folgen für mich hat. Mhm. Und zwar, ich war vor 2,5 Jahren mit ein paar Freunden in einem Jugendclub gewesen und so weiter. Ich meine, dort hat man sich immer mal getroffen. Mhm. Und ich habe so eine Schuhe mit so Stahlkappen vorne drin, also die halt an sich halt eine gewisse Kraft aushalten sollten. Ja. Und ich habe mich halt auf eine doofe Wette eingelassen, beziehungsweise ich habe es eigentlich im Endeffekt initiiert. Und zwar, dass die Stahlkappen halt ein sehr hohes Gewicht aushalten. Mhm. Und ein Freund, der dort halt auch mit gewesen ist, der hat halt eine Baufirma, hat dort so einen großen Laster stehen, so russische Bauart, richtig was Schweres. Ich ahne es schon. Ja, und ich war der Meinung halt, dieser Laster könnte dort mal genüsslich über die Stahlkappen. Das Ding der Sache war, der ist drüber gerollt, aber die Stahlkappen haben natürlich nicht standgehalten. Mhm. So, dann haben über halt beide Füße gerollt? Nee, nicht beide Füße, ein Fuß. Ein Fuß. Der Laster ist drüber gerollt. Doch, rechte, ja. Wie viele Tonnen? Das sind so was, ein bisschen was über 3 Tonnen. Mhm. Also 3,4 oder so. Ja, ja. Und na, diese Klappen, also diese Kappe hat sich halt so nach innen umgeklappt, so schräg weg. Also, naja, ich meine, wenn sowas halt sich zusammenfaltet, wenn da der Punkt überwunden ist. Und hat halt 3 Zehen abgetrennt. Oh. Die waren auch unwiderruflich ab. Oh, das muss doch in dem Moment, oder war das so schlimm, dass man es gar nicht mehr merkt, den Schmerz? Auf dem ersten Augenblick merkst du da gar nichts. Mhm. Also, wenn, da passiert nichts. Hast du denn im ersten Moment sogar gedacht, das ist gut gegangen? Naja, nee, ich habe nach unten geguckt und das war halt alles noch ein bisschen flacher als der linke Fuß. Wahnsinnig. So, und dann schnell Krankenwagen, oder was? Der Schmerz kam, klar. So, also kam halt mit einem Schlag halt übelste Schmerzen hoch und ich habe den Fuß rausgezogen, es war halt alles blutig. Bekamst du ihn überhaupt raus? Ja, das ging mit rauskommen, ja. Ich konnte mir nämlich vorstellen, dass dieses Stahl die Zehen hätte. Ja, na klar, das war ja eben auch das Problem, dass ich halt mit dieser Panikreaktion in dem Sinne halt da noch ein paar Sachen durchtrennt habe, die halt da noch. Das heißt, du hast den Fuß rausgezogen und in Ordnung gewesen sind, ne? Du hast den Fuß rausgezogen und Stücke von den Zehen blieben im Schuh drin. Genau. Ah. Und. Oh, weia. Naja, also. So, dann Krankenwagen. Krankenwagen, na klar. Ja. Sofort in die Klinik? Sofort, aber da war auch nichts mehr zu retten, weil... Konnte man nichts nachträglich annähen wieder? Nee, ging nichts mehr. Wurde der Schuh mit in die Klinik genommen? War zerrissen und dadurch, dass diese Kappe halt auch nicht jetzt wie ein Messer halt abschneidet, sondern halt das eher so schräg halt abgedrückt hat, möchte ich sagen, ist da auch nicht wieder zusammenzumachen. Haben die den Schuh mit in die Klinik genommen? Ja, klar. Und geguckt, was man da noch rausfummeln kann? Das ist aber es ist ja manchmal erst makaber. So arg das klingt, ja. Ja, bei Unfällen, dass die dann noch rumsuchen, wenn irgendwo auf der Wiese, wo liegt ein Stück Finger oder so, und das wird hinterher unter Umständen noch angenäht. Aber das ging bei dir nicht. Das ist richtig, ja. Das ist wie in so einem schlechten Film, oder beziehungsweise, da gab es mal einen lustigen Film zu dem Thema, wo einer seine Hand verloren hatte und die kam dann. Irgendwann wollte die wieder ihren Besitzer suchen. Ja, also ich betrachte die Sache ja jetzt mittlerweile schon fast wieder mit Humor. Wie lange liegt es zurück? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre.
Wie viele Zehen sind jetzt definitiv weg? Drei. Drei Zehen, ganz weg oder nur die Kappe? Ja, na klar, und die große Zehe halt, das ist halt das große, das ist halt eigentlich das Hauptproblem. Also, große Zehe ist auch weg. Ja, wenn du jetzt, also ich habe rechts halt eine Schuhgröße kleiner oder eine halbe Größe jetzt kleiner genommen, weil man hat dort halt wieder ein bisschen Balance drin. Ne? Du brauchst dann die große Zehe zum Abrollen. Ja, klar. Ja, man kann ja schon schwieriger gehen. Relativ wichtig auf alle Fälle, ja. Wie lange hat das gedauert, bis es gut verheilt war, dass du wieder gehen konntest? Das ging eigentlich relativ fix. Also ich sage mal, das war binnen 4 Monaten ohne große Physiotherapie eigentlich alles wieder halbwegs in Ordnung. Und das alles wegen einer dusseligen Wette? Wegen der dusseligen Wette. Was hattet ihr gewettet? Na, eigentlich um nichts. Ich war bloß ein bisschen gepost. Ach, nur so, einfach so. Das halten die Schuhe schon aus. Ja, sicherlich. Also, ich habe da halt vorher schon ein paar Sachen erlebt. So, da sind halt Steine draufgefallen oder man hat halt mal so einen Feldstein drauffallen lassen oder irgendwas mit einer Schraubzwinge mal dran rumgespielt. Schon. Aber ein 3-Tonner, das ist natürlich was. Das ist im Endeffekt wie Fundmunition aufheben und einen kleinen Knaller draus basteln. Mhm. Ich weiß, das sind Sachen, die lernt man dann halt. Mhm. Ja. Aber weißt du, ich mache mir auch gerade Gedanken über deinen Wettpartner. Wie alt war der auch in deinem Alter ungefähr? Naja, also da muss ich sagen, das war eher vor der Masse. Also wenn ich jetzt mal sagen würde, da gab es einen Partner, das war eine Sache, die muss ich eigentlich mit mir selber ausmachen. Ja, also weil das war eine ganz einfache Entscheidung von mir heraus, weil ich in dem Augenblick halt unbedingt meinte, dass das funktionieren muss. Gut, mit Sicherheit, ja, da hast du recht. Aber dennoch mache ich mir Gedanken über den Mann, der auch den Wagen gefahren hat. Dass man so etwas tut, ist schon verrückt auch. Das ist wirklich eine gute Frage, muss ich sagen. Dafür gucken wir deine Sendung. Also ich bin sicher, dass du so schnell nicht mehr irgendwelche Wetten machen wirst. Nicht so eine Sache. Also wenn, dann wette ich bloß noch um Geld. Ja. Lieber Peter, danke für deinen Anruf und alles Gute. Ja, ebenso. Ne? Dankeschön. Eine grusame Nacht. Dankeschön, tschüss. Ciao. Armin, 26 Jahre. Hallo Armin. Ja, hallo, ja, 26. 26, hallo Armin. Das ist so schön. Ja, also Schuld, selber Schuld, würde ich mal sagen, die jugendliche Dummheit. Jugendliche Dummheit, was ist denn passiert? Ja, mit 15,5, kommt der Erste vorbei, hier, guck mal, ich habe einen Joint dabei, rauchen wir mal, gut, alles klar, ist noch einfach, dann kommt der Nächste, hier, ich habe ein bisschen Speed, also Amphetamine, probierst du die auch mal. Ja, und so steigert sich das dann. Also nehmen wir 1 Gramm, nehmen wir eine Pille, nehmen wir 3 Pillen, auch man kann auch 5 nehmen. Ja. Ich habe gehört, einer schafft 7, dann nehme ich mal 8. Mhm. Ja, und das ging dann so 2-3 Jahre lang, bis 18. Mhm. Ja, dann saß ich bei einem Freund und dann wurde mir auf einmal dunkel. Da war ich weg. Mhm. Aufgewacht bin ich dann in der Uni Köln. Ja, und dann schwere Schädigung vom Nervensystem, also auf Deutsch, ich war dann Grand Mal Epileptiker. Aha. Das ist das Schwerste, was es gibt. Was heißt das genau? Ja, also die Nerven sind, sagen wir mal, ja, die haben praktisch ein Eigenleben entwickelt. Mhm. Ich bin also nicht gefeilt vor irgendwelchen Anfällen. Mhm. Auch schwerere, also ich hatte schon 2-mal Herzstillstand gehabt. Ja. Der längste Anfall war so 3 Tage lang. Ja. Musste ich ans Bett gefesselt werden auf der Intensivstation. Ja. Weil andauerndes Muskelzucken und so weiter. Ja, und das heißt, der Organismus ist aufgrund des Drogenkonsums schwerst geschädigt. Die Nerven, ja. Die Nerven, genau. Mhm. Also das Zentrum im Gehirn bis in den kleinen Zeh rein. Mhm. Mhm. Und diese Anfälle kriege ich jetzt praktisch, ja, sagen wir mal, in unregelmäßigen Abständen, aber doch schon häufiger. Und da kann man keine Medikamente gegen einnehmen, dass das unterdrückt wird? Ja, es gibt Medikamente, die es unterdrücken. Also sagen wir mal so, mein Neurologe meinte, würde ich die nicht nehmen, würde ich praktisch ja alle 20 Minuten so einen Anfall kriegen. Oh ja. Mhm. Ja, jetzt ist es ungefähr, ja, den letzten hatte ich vorgestern im Schlaf. Ja, woher weißt du das dann? War jemand bei dir, der das bemerkt hat? Oder? Nein, das merke ich dann, wenn ich morgens aufwache und ich habe mir die Zunge zerbissen. Mhm. Und ich habe Muskelkater vom kleinen Zeh bis in die Nasenspitze praktisch. Weil der Körper gekämpft hat und... Richtige, also sagen wir mal so, ich weiß, wenn jemand Kraftsport betreibt, wenn das bis ans Limit bringt. Mhm. Und so fühlt sich das dann an. Und damit ist praktisch,
ja, ich kann keinen Beruf ausüben. Das ist definitiv jetzt schon sicher, dass das nicht geht. Ich bekomme schon eine Berufsunfähigkeitsrente. Mit 26 Jahren? Ja, die hatte ich schon mit 18,5. Mit 18,5 schon? Da wurde das schon gesagt, also... Das heißt, du bist wirklich völlig, völlig aus einem normalen Leben rausgekickt durch das, was damals geschehen ist. Vollkommen. Vollkommen. Also, wie lebst du? Was machst du den ganzen Tag? Ja, also manche sagen, mein Gott, du hast es ja gut. Mhm. Also meine Rente stammt noch aus einer privaten Vorsorge von meinen Eltern. Mhm. Die lief bis 21. Mhm. Und da kam ich noch da drin. Ja. Also die wollten es gar nicht so genau nehmen, woher das jetzt kommt. Ja, ja, ja. Man hatte noch irgendwie gedacht, ja, ist vielleicht angeboren. Ja, gut, müssen wir auch nicht vertiefen jetzt. Ja, aber... Was machst du so den ganzen Tag? Praktisch gar nichts. Ja. Ich sitze zu Hause. Wenn ich mich mal traue, rauszugehen, weil es bleibt immer die Angst, wenn so ein Anfall kommt, werde ich direkt ins Krankenhaus wieder verschifft und muss dann dort wieder einige Tage bleiben. Und auch wenn Freunde rausgehen, wie jetzt Karneval zum Beispiel, ja. Ich meine, die Ärzte sagen mir auch zwar, ja, du kannst zwar mitgehen. Aber du kannst keinen Alkohol trinken wahrscheinlich? Das natürlich nicht. Definitiv. Also bei den Medikamenten, das würde sofort Kreislaufstörungen, ja, etc. Ja. Das ist jetzt so ein Urteil. Du bist so ein junger Kerl, das wird jetzt bis an dein Lebensende so bleiben. Das ist unwiderruflich so. Hängst zu Hause ab, guckst Fernsehen, vor dem PC, was weiß ich. Und ganz genau, du sagst es. Gibt es noch Freunde oder haben sich Freunde auch von dir distanziert? Ja, man sollte eigentlich sagen, durch das, wodurch es gekommen ist, durch die Drogen, man sagt ja meistens, die Freunde verlassen einen dann ganz schnell wieder. Ja. Aber da das meistens Freunde waren, die ich schon seit der Grundschule kenne, die, also zu denen habe ich noch alle Kontakt. Ja. Das ist ja wirklich ein ganz krasses Beispiel für, wo man wirklich abschreckend darüber sprechen kann, was Drogen anrichten können. Ja, nee, natürlich. Und vor allem bei Jugendlichen. Mhm. Also ich meine, das... Hast du wahrscheinlich früher auch weggewischt, ne? Wenn irgendwelche Erwachsenen sagten, na, Drogen und Vorsicht und so, dann denkt man, ach komm, die reden. Das war's ja gerade. Wenn jemand dann ganz ein großes Pamphlet gegen die Drogen gehalten hat, habe ich gesagt, weißt du was, halt den Mund. Mhm. Ich nehme jetzt doppelt so viel und zeig dir, ich kann's doch. Ich bin doch der King Kong. Mhm. Also ganz dämlich praktisch. Ja, ja. Du hast es dann ungefähr 3 Jahre so heftig getrieben, ne? Mit den Hochdosierungen. Ja, genau. Ja, von 15 bis 18 ungefähr, ne? Hm. Ja. Hm. Könntest, wäre das denn nicht möglich, um vielleicht auch deine Zeit irgendwie sinnvoller zu gestalten, dass du noch studierst oder irgendwas was lernst vielleicht? Ginge das? Ja gut, also ich habe die mittlere Reife. Mhm. Ja, oder ein vielleicht das Abitur nachmachst. Ja gut, aber ich sag mal so, da fehlt doch schon ein bisschen der innere Antrieb. Hm. Wozu? Naja, aber also ich mein, wenn alles gut läuft, hast du vielleicht 50, 60 Jahre noch vor dir. Und nur dann abhängen ist ja auch keine Lebensperspektive. Ja, natürlich, aber ich meine, ob ich jetzt den WDR gucke mit mittlerer Reife oder mit Abitur, das ist schon wahr, ja klar. Klar, aber wenn man vielleicht, wenn du weiter noch überlegen würdest, dass du vielleicht ein Fernstudium machen könntest und dich weiterbildest und... Naja, du musst natürlich auch Spaß dran haben, das kann man niemandem aufreden. Also ich sag mal so, auch wenn es sehr schlimm ist und natürlich mein Leben beeinflusst hat, ja, letztendlich kann ich sagen, ich bin nicht deprimiert. Ja, also du hast dich damit jetzt auch arrangiert schon, das ist jetzt halt so passiert, wie es passiert ist. Und du hast eben das Glück auch, dass du deine Rente bekommst. Natürlich. Sonst wäre es wahrscheinlich alles, und mit der Rente kannst du ganz gut leben, sagst du? Da ist aus privater... das von meinen Eltern noch kommt. Ja. Und mein Vater damals bei der Versicherung gearbeitet hatte. Also ist das gut eingefädelt. Genau, ist das noch gut. Also ich weiß nicht, wie es mit staatlicher Unterstützung aussieht. Ja, da wäre es viel härter alles, das Ganze. Ja, das glaube ich auch. Stichwort Freundin, läuft da irgendwas? Ja, zurzeit nicht, aber das... Aber ist alles so in der Möglichkeit auf jeden Fall. Natürlich. Ja. Lieber Armin, dir auch alles Gute und vielen Dank für deinen Anruf. Ja, danke auch und mach weiter so. Vielen Dank. Tschüss. Okay, tschüss.
So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Gudonhausen. Morgen haben wir ein Domian-Spezial anlässlich der Lit Cologne und vier illustre Gäste werden aus ihren Lieblingsbüchern vorlesen. Hier bei mir nämlich Ralf Morgenstern, Momo aus der Lindenstraße alias Moritz Zielke, Knacki Deuser und Markus Lanz. Ich freue mich sehr auf euch. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss.